Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Warhammer-Freunde, zu Dawn of War 2 Retribution. Wir starten wieder ohne Umschweife in die nächste Mission. Ich freue mich schon drauf, denn wir können jetzt lieben Russ-Panzer mit der Valkyrie absetzen. Ich habe Was Tolles. Teile der Übertragung auf Typhon geortet. Scheinbar ist der Absender alleine, da es keine Anzeichen für weitere feindliche Gegenwart gibt. Das gefällt mir nicht, Sir. Das ist viel zu einfach. Es braucht Ihnen nicht zu gefallen. Seien Sie einfach bereit für alles. Was immer auch passiert, wir werden siegen. Und schalten Raketenwerfer für unsere Sentinels frei. So, das kann bleiben, wie es ist. Oder nehme ich wieder mehr, nehme ich wieder Burn mit. Nehme ich Burn mit. Der hat ein bisschen mehr drauf als die Okrins. Ja, das ist immer praktisch, dass der Sammelpunkt meistens bei meinem Haupthelden liegt. Gut, holen wir jetzt erstmal hier alle Ressourcen. Nachricht erhalten. Graden die ab. Bin in Bewegung. Ach ja, da lieben, was kostet was? Gut zu wissen. Hatte ich vergessen. Eine Plasmakanone. Wer ist der unglückliche Kerl, der sie nehmen soll? Das ist auch neu, dass derjenige, der die Plasmakanone kriegt, der unglückliche Kerl ist. Als dann, ich rücke aus. Ich erfasse das Objekt. Gib mir Energie. Was ist das? Ihr hättet uns nichts finden sollen. Kriegsherr, durchhalten! Sie dürfen den Rat der Seher nicht stören. Ja, und da kommen Banshees. Sie werden uns Ich brauche Energie. Jo. Energie. Elder? Um die Elder wird sich gekümmert. Sie verbergen etwas, das freigelegt werden muss. Wir haben das Überraschungsmoment verloren und sie fürchten uns nicht. Vielleicht gefällt ihnen unsere Hingabe für den Imperator und unsere erbarmungslose Effizienz. Gardisten sind bereit. Gardisten lesen sich hier zur Verstärkung. Befehle? Das Ding ausschalten! Überhaupt nicht überheblich, unser Lord Kommandant. Verstanden. Position erfasst. So, wir haben einen Panzer. Wir haben allerdings nicht genügend Energie, um einen weiteren Gardistentrupp zu rufen. Und ich sehe hier nirgendwo Energie. Kommand, Zeit für etwas Bewegung. Ich habe nur verkehrt herumfahrende Limnoas-Panzer. Ah, das ist egal. Die Elder können einem Limnoas eh nichts entgegensetzen. Ich meine nicht mal ihre Prisma-Panzer haben eine wirkliche Chance gegen einen Limnoas. Überlassen. So, mehr Bevölkerung, das ist immer gut. Das ist wiederum ein bisschen schlecht. Bereit machen. Solange das Warp-Portal versteckt und verhüllt bleibt, können wir Hilfe anfordern. Wir müssen diese verderbliche Hexerei beenden. Wir werden angegriffen. Unsere Deckung ist gut. Die Laserlanze da oben ist eben das Problem. Hier müssen wir gucken, dass wir sie loswerden.
und dem blöden Phantomlord loswerden. So, die Laserlanze ist weg. Das ist ziemlich zerstört. Bin in Bewegung, richtig. Die Eldar sind nicht mehr weit von hier. Und wir sind sie losgeworden. Oh, da ist wieder eine Laserlanze. Laserlanzen können anstrengend sein. Wieder eine Meta-Bombe. Da ist unser... Eben was drauf gegangen? Durch was auch immer. Das ist ziemlich zerstört. Ach so, irgendwas greift ihn an, was ich. Ach. Da oben ist was, was ihn angreift. Wir sind jetzt unterwegs. Ihre Ranger schlagen zu. Verstanden, Sir. In die Pflanzen rein. Kleine Siege. Merrick. Werden angegriffen. Deckung hält. Ziel erfasst. Bitte reparieren. Wir sind bereit. Dann los. Nutzt eure Deckung, Männer. Ihr weiter vorrücken und macht die Elder-Gardisten weg. Ist ziemlich komisch, dass wir Gardisten-Trupps haben und die Elder auch. Belebt mal Merrick wieder. Und dann macht die Lancer da mal weg. Dass wir die nicht mehr im Rücken haben. Wir werden angegriffen. Wächter sind hier. Das ist ziemlich zerstört. So. Komm an, Zeit für etwas Bewegung. Hey, da, greif mal. Ich fasse das auf. Und weiter vorrücken. So. Eliminiert. Eingenommen. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff. Der Feind, für den wir hergekommen sind. Da ist das Portal. Macht es kaputt. Noch ein Elder besiegt. Damit sind wir jetzt schon mal die Phantomlord-Verstärkungen los. Ja, Burn wird gerade ein bisschen zermatschgert. Dieser Läufer ist erledigt. Ah, nicht schon wieder eine Laserlanze. Das war unser Leben was mal wieder. So, legt mal das Gebäude in Schutt und Asche. Werden angegriffen. Unsere Deckung ist gut. Kleines. Und dann stürmen wir mal rein.
So, Merrick, du machst mal die Kisten kaputt. Diese Deckung wird nicht. Danke. Gut. Der Nordkommandant nimmt mal hier das Gebäude ein. Also unser Generalfeldmarschall. Und setzt noch einen zweiten lieben Wasp-Panzer ein. Da sind noch Gegner in dem Gebäude. Alle erzittern vor den Truppen des Imperators. Tja, Elder haben keine Chance gegen uns. Gibt's hier drüben irgendwas Nützliches? Nö. Ich sehe jedenfalls keine Kisten. So, noch ein Gardistentrupp. Wir sind hier, an die Arbeit. Warten auf Befehle. Die kriegen diesmal Panzerknacker. Gardisten sind bereit. So. Also Panzerabwehrset. Bereit zum Abrücken. Und damit können wir jetzt hier rüber gehen und erstmal das Gebäude platt machen, bevor wir von hier aus anrücken und den Rest platt machen und dann von hier aus den Gegner in die Zange nehmen. Zeit für etwas Bewegung. Ziel erfasst. So. Das war das. Ich erfasse das Objekt. Wenn wir den Punkt eingenommen haben, könnte ich theoretisch noch einen noch einen lieben Wasp-Panzer holen, weil wir hier ja mit mehr Bevölkerung kriegen. Wächter sind hier. Noch ein Elder besiegt. Ich höre zu. Elder Waffenteam hat angegriffen. Elder Waffenteam. Aber zu viel Panzer sind auch nicht gerade gut, wie man merkt. Elder Ziel eliminiert. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. So, wo ist Merrick? Da. Als dann. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff vor. Gardisten, kommt in Gang, Soldaten. Kümmere mich drum. Nehmen wir jetzt noch den Punkt ein. Wir warten, verstanden. Und dann werde ich wahrscheinlich eher meinen Lord Marshall mal upgraden. Wir haben den Anforderungspunkt, Sir. Melde Feindkontakt! Also mein Feldmarschall. Ich höre zu. Das Beste für den General. Für diesen Tag. Und Lord Burn mehr Lebenspunkte. Ja, so ist es recht. Unnötig, aber brauchbar. Auch wenn Burn immer meckert. Ich erfasse das Objekt. Ja, die niedlichen Warp-Spinnen haben kaum eine Chance gegen meine Panzer. Noch ein Elder besiegt. Wir werden angegriffen. Ein Elder weniger. Auf dem Weg. Neuer Bericht. Elder-Einheiten entdeckt. Sieh einer an. Elder-Einheiten. Heute handeln wir für den Imperator. Werfen wir mal ein bisschen Feuer ab. Melde Feindkontakt! So, der Exarch ist leider ein bisschen unbesiegbar. Wir werden an.
So. Töten wir erstmal alles, was hier ist. Und lassen Merrick den Leben was hoch bringen. Wieder. Und machen die weg. Man merkt, warum eine reine Panzerübermacht nicht so gut wäre, weil wir an Mobilität einbüßen würden, die wir durch die Gardisten eben haben. Oh, das sind Phantomruiden. Oh, Phantomdruiden waren böse, habe ich vergessen. Wir sind bereit. Merkt man ja ziemlich gut. Sogar mein einer Panzer wurde ziemlich angeschlagen. Merrick repariert das mal. Und Merrick kriegt mehr Lebenspunkte. Ja, Merrick kann dann nachher mal einen Zielmarker absetzen. Und ich könnte mit Merrick ab und zu mal eine Sprengladung werfen. Um Gebäude loszuwerden. So, den Exarch weg. Der ist das Hauptziel. Dann noch die Banshees weg und dann können wir den Rater sehr eliminieren. Und damit das Schicksal unserer aller besiegeln. Ja, wir kriegen den Bunker, der ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Wir haben zwar gerade keine Verteidigungsmission, aber ja. Oh, Schulterkitzer, eine Plasmakanone, die ist auch nicht schlecht. Oder ein Plasmawerfer, besser gesagt. Doing, doing, doing. Raketenwerfer. Und ja, irgendwie hat sich das Symbol für die Sentinel-Panzerung nicht freigeschalten. Gut. Was war der Plasmawerfer nochmal? Also erstmal Lord Byrne einen Punkt abgeben. Ja, immun gegen Unterdrückung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Naja, das ist ein Plasmawerfer. Das Scharfschützengewehr ist besser als der Bolter auf jeden Fall. Ist halt nur sehr langsam, hat aber sehr hohe Genauigkeit und verdammt hohe Reichweite. Plasma ist halt schlechter gegen Infanterie, dafür besser gegen schwere Infanterie und kann auch ein bisschen was gegen Fahrzeuge und Gebäude anrichten. Und macht um einiges mehr Schaden. Ist aber, glaube ich, auch langsamer auf jeden Fall. Jo. Also gut, jetzt dürfen wir in den Arena-Bereich. Das wird lustig. Aber wir können da endlich die Siegespanzerverbesserung freischalten für unsere Limonos-Panzer. Darauf freue ich mich schon. Damit ist er nämlich, na gut, damit ist er effektiv gegen Fahrzeuge, aber nach dem Todesklingenpanzer wird's super. Die Lage hat sich geändert.
Wir müssen einen Verteidigungskreis einrichten. Mhm. Mehr oder weniger. Also rein in die Mission. Ruhig wieder Lord Byrne, weil wir hier mehr auf Mobilität und schnelle Truppen setzen müssen. Also Ehrengarde und ja, hauptsächlich Gardisten. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob Bunker Bevölkerungslimit verbrauchen. Sollten sie eigentlich nicht dürfen. Untermalt aber die Verteidigungsfähigkeit der Imperialen Armee.